Hallo und grüß Gott nach Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Ich bin der Arthur von Casa Colombia. Straßenessen ist für die meisten Kolumbianer ein Grundnahrungsmittel. Überall in Kolumbien, von Parks bis zum Bahnhöfen, findet man Verkäufer, die aus köstlichem Mais fleischhaltigen Schnellgerichten Gutes und Preiswertes zum Essen anbieten. Diese Leckereien zu probieren, ist eine gute Gelegenheit, sich mit der kolumbianischen Kultur vertraut zu machen. Hier kann man auch erfahren, wie sich die Einheimischen fühlen. Und man kann einen Geschmack für einheimische Zutaten entwickeln. Das kolumbianische Straßenessen ist verschieden von Region zu Region. Eine Empanada oder eine Arepa ist in einer Region nicht dasselbe wie in einer anderen. Man kann aber sehr beruhigt sein, denn das Essen ist im Allgemeinen in der Regel immer sehr gut zubereitet und es ist auch sehr sauber. Die meisten Straßenverkäufer haben ihre Stände seit Jahren. Sie halten sie picobello und sie sind stolz auf ihre Zubereitung. Wenn sie das nicht täten, dann würden sie nicht überleben, denn der Wettbewerb ist sehr groß. Wir haben in der Hauptstadt von Quindío einen Rundgang gemacht. Wir haben Imbissverkäufer besucht. Wir haben dort angehalten und wir haben ihre Waren probiert. Das Gute, das Reichliche und vom Preis her sehr günstige, das haben wir vor der Universität del Quindío gefunden. Dort laufen Hunderte von Studenten jeden Tag auf dem Weg in die Uni vorbei. Und weil Studenten sehr wenig Geld haben, ist dieser Ort ein sehr beliebtes Zentrum für Straßenverkäufer, die seit Jahrzehnten hier ihre Köstlichkeiten anbieten. Sie haben damit sehr großen Erfolg und wir wollten herausfinden, warum das so ist. Una empanada, por favor. Sí. Gracias. Bei diesem Geschäft hier, das ist ein Empanada-Verkauf. Die verkaufen nur diese Empanadas. Das heißt Pique y Salsa. Das heißt so viel wie pikant und mit Soße. Und diese Empanada, will ich euch mal zeigen hier, das ist ein Mais. Das wird aus Mais hergestellt. Gebratene Fleischtasche aus Mais. Nicht aus Mehl, sondern aus Mais. Und da drin sind Kartoffeln und frisches Fleisch. Und nebenbei gibt es dann noch dazu eine Soße, die bekannt ist. Diese natürliche pikante Soße, da ist Ají drin, aus der Ají-Pflanze. Da ist Essig und Öl drin, Salz und verschiedene Kräuter. Die Empanada wird darin eingetaucht. Und so isst man das dann. Ne? Da ist eine Kruste drauf. Und mit dem Inhalt, das ist sehr, sehr gut. Und es ist nicht teuer. Diese Empanada hat mich 2500 kolumbianische Pesos gekostet. Das sind etwa 65 Cent. Ich bin jetzt hier auf einem Grill bei einem Straßenverkäufer hier auf der Carrera 14, der Carrera Bolívar in Armenia. Und Carlos verkauft hier etwas Typisches. Das sind Arepa, das sind Maisfladen, die hierher sehr populär sind. Und zu den Maisfladen verkauft er Gemüsebananen. Er verkauft hier auch ein paar Würste, das nennt man hier Chorizos. Und er verkauft hier sogar sogenannte Fleischtorten. Das ist eigentlich so viel wie ein Hamburger hier. Das ist reines Fleisch hier, reines Rindfleisch. Carlos, Carlos, usted vende aquí arepas, usted vende plátanos, chorizos, torta de carne, arepa con queso y torta de carne. Sí. Y cuénteme una cosa, ¿usted está aquí todos los días? Después de las 4 de la tarde hasta que terminemos 9, 10 de la noche.
¿Y sus clientes son mayoría estudiantes o no? Gente transeúnte y habitantes del sector, como también estudiantes. ¿Y desde cuándo lo haces? No, acá apenas llevamos 8 días. Estamos comenzando, pero vamos muy bien. Ok. Sí, sí. Entonces, ¿y cuánto vale una arepa? Una arepa sola vale 800. Con mantequilla vale 1500. Con queso vale 5000. Las torticas. Nach der Frage, was die Frikadellen kosten würden, sagt uns Carlos 6.000, das sind 1,50 Euro. Und die Chorizos, also die Wurst, kosten 5.000, das ist 1,25 Euro. Carlos, muchas gracias que nos diste la entrevista. Bueno, nosotros vamos a presentar aquí en un canal en Alemania para los colombianos y los alemanes. Y lo felicitamos. Gracias. Y lo deseamos a usted mucho éxito en este negocio tan delicioso. Gracias. Ich bin jetzt hier mit Fernando González. Der Herr seit 23 Jahren verkauft er hier von seinem Stand hier Kleinigkeiten, Fast Food, kolumbianische Fast Food, hauptsächlich für die Studenten hier an der Universität und für die Leute, die hier jeden Tag vorbeilaufen. Von Montag bis Freitag macht der gute Mann das hier. Und wir werden ihn mal kurz interviewen. Herr González, welche Produkte verkaufen Sie hier? Alle son sus productos que usted vende aquí. Ich verkaufe hier Fleischspieß, Hühnchenspieß, Frikadellen, Fleischpastete und Fischpastete. Pastel de pollo, torta de carne y torta de pescado. Y olvidaste de la arepa. Y la arepa que va con la torta de carne. Con la torta de carne. ¿Cuál es la torta de carne? Esta acá. Ya. Y cuénteme una cosa, ¿cuáles son los precios? ¿Cuánto vale un chuzo de carne? 7.000. 7.000. Con la arepa. Con la arepa. Con la arepa. Ok. ¿Y esto? Pastel de papa y pollo, 3.500. ¿Es un pastel? Sí. ¿Cuánto? 3.500. 3.500. Y esta es de carne, con arepa. También. ¿Cómo se llama? Torta de carne. ¿Torta de carne? A 3.500 también. También a 3.500. ¿Cuántos usted vende aquí al día? Wir verkaufen 60, 70 Frikadellen am Tag. Ich bedanke mich für Ihre Freundlichkeit und beglückwünsche Sie. Auf unserer Tour bei den Straßenverkäufern haben wir auch zwei junge Leute entdeckt, die jetzt den Verkauf ihrer Esswaren von ihren Vätern übernommen haben. Juan ist 19 Jahre alt und er verkauft seit 2 Jahren Gemüsebananen, Papas Criollos und Würste an die Studenten. Und dann gibt es noch Sebastian. Er hat vor kurzem damit angefangen, das Geschäft seines Vaters zu übernehmen. Er verkauft Arepas mit Käse. Aber nicht irgendwelche Arepas, sondern ganz besonders dick belegte Arepas mit so viel Käse von innen und außen, dass man es kaum glauben kann. Hier, seht mal her.